Die Fernsehsendung SF bei den Leuten gastiert morgen Abend auf dem Turbinenplatz. Das Fernsehen sendet im Sommer amigs live aus einem Ort in der Schweiz und zeigt dort das Leben. Das Mal haben sich die Macher Zürich ausgewählt. Für den Nick Hartmann, Moderator von der Sendung, ist Zürich West ganz ein besonderer Ort. Wir waren natürlich letztes Jahr schon in urbanen Ballungszentren, wie Winterthur zum Beispiel. Wir waren in Luzern mit der Finalsendung letztes Jahr. Und das war für uns vom Team her einfach mal ein Wunsch, in Zürich, da wo es passiert, auch einmal eine Sendung machen können. Und natürlich, so eine solche Umgebung haben wir noch nie gehabt. Das ist eine perfekte Arena, da der Turbinenplatz. Zürich West bietet also das Bühnenbild für morgen. Dabei hätte man die Sendung zum Beispiel auch am See machen können oder irgendwo in der Innenstadt. Doch diese Seite von Zürich kenne ich mir schon genug. Ich glaube, dass die Postkarten-Idylle von Zürich, dass man das schon zur Genüge kennt. Erstens, dass man nicht unbedingt diese Kulissen muss haben. Dazu kommt, dass es irgendwann in der Sendung sowieso dunkel ist und der See und die Berge verschwinden. Und ein See in einer Sendung ist einfach nur ein schwarzes Loch. Aber die Idylle von Zürich mit dem Niederdorf und mit dem See kommt in unseren Filmeinspielern natürlich schlussendlich auch nicht zu kurz. Neben dem Porträt über die Stadt Zürich werden auch die Leute, die hier wohnen, gezeigt. Unter anderem ein paar bekannte Gesichter. Beat Schlatter kenne ich natürlich, den kennt man. Corinne Mauch, die Stadtpräsidentin, eine Frau, die eigentlich sonst nie so in der Öffentlichkeit steht. Ich freue mich sehr, dass sie bei mir auf dem Sofa sitzt und dass sie sich bereit erklärt hat, auch in der Sendung mitzumachen. Und dann von den Musikern, wir haben die Premiere von Mark Sway, seiner neuen Single. Der Stress ist auf der Bühne und Silbermond auch zum ersten Mal überhaupt mit ihrer neuen Single im Fernsehen. Also ich glaube, es wird einfach unglaublich viel geboten. Es gibt zwei total schön kurzweilige Stunden. Wer morgen live mit dabei sein auf dem Turbinenplatz, der sollte sicher nicht spät kommen. Also, der Turbinenplatz ist ein öffentlicher Platz. Man kann 24 Stunden hierher kommen, einfach nicht zelten. Das wäre ein bisschen problematisch wahrscheinlich wegen der Hering. Weil in den Boden also, bringt man sie nicht. Konkret, morgen sind wir am Nachmittag schon am Proben. Etwa ab 3 geht es los. Die Festwirtschaft ist die ganze Zeit offen. Und dann nachher eine Sendung, die fährt um 5:08 an, live auf SF1. Aber ich würde sagen, dass man wirklich einen Platz überkommt, so zwischen 6 und 7 mal hierher kommen, gemütlich zu Nacht essen, etwas trinken, Hiltl ist da, der Keller ist da, macht Bratwürste, Migros ist noch da, verkauft Sachen. Also es hat genug, sicher genug zu essen und genug zu trinken für alle.